Musik kann verdammt schwer sein. Besonders, wenn man davon leben muss oder will. Volkmar Große könnte da ein Liedchen singen. Aber nur einen einzigen Tag ohne Musik, da hätte er ein Problem. Na, wäre ein bisschen schade. Also Musik macht ja alles irgendwie. Überall ist Musik drin. Und mein Tag ist immer voll. Da wüsste ich gar nicht, was ich machen soll. Es gibt Momente, wo man den Blick fest aufs Ergebnis richtet. Aber wenn es nur das wäre, dann könnte man auch irgendwo in eine Fabrik gehen. Das ist Quatsch. Also es geht schon viel um Spaß dabei. Der gebürtige Babelsberger hat die ostdeutsche Rockmusikszene der letzten 4 Jahrzehnte mit seinem Bassgitarrenspiel begleitet. War mit Renft auf Tour, stand mit Engerling auf der Bühne, hat die Kultband Polkaholics verstärkt. Aber den Traum eines jeden Rock'n'Rollers, den von der eigenen Band, vom eigenen Album, diesen Traum hat Volkmar immer noch. Ja, das ist jetzt nicht so eine Art Midlife-Crisis. Es ist schon so, dass ich ein paar Themen hatte, die ich gerne vortragen wollte, den Leuten vortragen wollte. Ich bin ja aufgewachsen mit eigenen Liedern oder habe angefangen mit eigenen Liedern und so. Und das ist in den letzten Jahren einfach ins Hintertreffen geraten ein bisschen. Und alleine wollte ich es nicht machen oder mir, wie sagt man, Mietmusiker nehmen oder so, sondern tatsächlich die Kreativität von Mitmusikern, die habe ich gesucht. Deswegen die Band. Und Volkmar Großes Band gibt es inzwischen. Sie heißt Großes Handgemenge. Seit einigen Monaten treffen sie sich hier in Bad Belzig immer dienstags, wenn sich Fuchs und Hase schon längst gute Nacht gesagt haben und Haushund Juri sich für den Wachdienst nicht mehr zuständig fühlt. Der Produzent der legendären Ostband Keimzeit hat den Jungs sein Studio für die Proben angeboten. Der nicht einmal friert, der spürt auch im Sommer kein Glück. Nee, der spürt auch im Sommer kein Glück. Sorry, lass uns nochmal machen. Jürgen Block hat schon viele Musiker euphorisch ankommen und genauso entnervt und zerstritten auseinanderrennen sehen. Er weiß, was gehen könnte und was nicht. Funktionieren sehr gut. Ich glaube, der Schlüssel daran ist auch der Schlüssel zum Erfolg, dass sie sich gut verstehen und auch jeder miteinander spricht. Also dass auch ein Gedankenaustausch da ist, musikalisch und persönlich. Es sieht so aus, dass das, was zu tun war, ist getan, wenn's auch zu wenig war. Doch es gibt Dinge, die wir nicht verstehen, kann sein, sie werden später klar. In einer Welt, die wir nicht sehen, ich weiß, du hast es, wenn man mystisch denkt. Ist es nur eine neue Sicht auf Schwert des Damokles, das jeder der vier hatte seine ganz eigenen Gründe, ausgerechnet in diesen unsicheren Corona-Wellenreiterzeiten bei dem Bandprojekt dabei zu sein. Was soll man da sagen? Weil Volkmar mich gefragt hat und lange Jahre da nicht gesehen und dann doch wieder erkannt. Und dann hat er einfach gefragt, Mensch, ich habe ein paar Songs, wollen wir nicht einfach zusammen Musik machen? Und na klar wollen wir das. Und deswegen spielen wir zusammen Musik und macht unglaublich viel Spaß. Volkmar hat einen Gitarristen gesucht. Und ich kannte einen und hatte selber aber auch Lust. Und dann war es schnell gemacht. Haben wir dreimal geprobt, hat Spaß gemacht, Songs waren gut, Stimmung war gut, Volkmar war gut. Was Martin schon gesagt hat, es waren einfach irgendwie schon gute Songs da und es ging alles ratzfatz irgendwie. Und unter den Bedingungen, wie wir jetzt hier arbeiten dürfen, das ist für mich auch wirklich der Segen. Und ja. Ich hoffe, der Traum hört nicht so schnell auf. Und sie haben es geschafft. Das Album ist draußen. Der Titel Leben in Zeiten des Wirrwarrs. Da muss nicht mal ein Schelm Arges dabei denken. Der ist genau so gemeint. Das ist ein guter Moment. Das ist ein guter Moment. Die Nerven zu verlieren.